Sebastian Kurz hat mehrere Möglichkeiten offen, auch bis hin zu einer Minderheitsregierung oder auch Neuwahlen. Er muss nur der Bevölkerung signalisieren, dass sollte er in eine Minderheitsregierung gehen wollen oder Neuwahlen ausrufen wollen, zum wiederholten Male, dass es an den anderen Parteien liegt. Kommunikationstechnisch ist ihm das zuzutrauen, inhaltlich wird es aber schwer. Wenn sich es aber so, wie es sich jetzt abzeichnet, Freiheitliche Sozialdemokraten, Grüne und Neos ziehen, in die Regierung zu gehen, wird ein leichtes Spiel haben. Das tatsächlich Auffällige ist, dass diese Wähler, die von den Freiheitlichen freigesetzt wurden, nicht zu den Sozialdemokraten gehen. Und zwar schon seit sehr, sehr langer Zeit nicht. Das heißt, das wirkliche auffällige Ergebnis ist die historische Niederlage der Sozialdemokratie, die an einem wirklichen Wendepunkt ihrer Geschichte angekommen ist. Und wenn sie sich nicht neu ausrichtet oder wieder auf ihre alten Werte besinnt, dann wird sie auf lange Frist sicher scheitern. Die Freiheitliche Partei hat ja schon angekündigt, dass es einen Parteitag geben wird oder einen Parteivorstand geben wird. Dort wird die Causa Strache sicher besprochen werden. Eins ist klar, wenn die Freiheitliche Partei sich unter Anführungszeichen neu erfinden will, dann muss sie die Causa Strache beenden, auf welche Art und Weise das auch immer passiert. Die türkische Partei hat es sehr gut gemacht. Die haben auch sehr gut regiert, mit den Blauen dazu mal. Die haben sich in eigenen Problemen da zu Fall gebracht eigentlich, was auch natürlich ausgenutzt wurde von der Presse. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob die mit irgendwem überhaupt können. Das meint jetzt die Partei, die gewonnen hat. Die Türkisblauen, also die Türkisen, nicht die Türkisblauen, die Türkisen. Da muss man halt mal schauen. Was mich freut, ist natürlich, dass die Freiheitlichen ein bisschen an Stimmen verloren haben. Das ist ein positives Zeichen und ja, mal abwarten.